So, da sitzen ein paar Leute, der ehemalige Chefredakteur der Bild, der selbst der Bild zu irre ist. Da gibt es Tichy, da gibt es irgendwie andere. Die machen in der rechten Bubble was, das kennen wir aus den USA von Breitbart. Erfinden irgendwas, behaupten irgendwas. Das muss gar nicht im Entferntesten wahrheitsgemäß sein. Sie ziehen Schnipsel von ihm, von mir, von anderen raus und bringen das. Und dann wiederholen sie das ständig in der Bubble. Und früher wäre klar gewesen, das ist so irre, ein normaler Mensch, der mit Messer und Gabel ist und zivilisiert ist und eine Erziehung genossen hat, lässt da die Finger davon und muss anschließend die Hände waschen. Heute diffundiert das, da gibt es den ersten Kollegen in demokratischen Parteien, der das zitiert, aufgreift, das eine oder andere Medium. Und dann ist es irgendwann mal sagbar, weil das ja auch mal jemand Seriöses in Anführungszeichen gesagt hat. Und dann ist es in der Mitte. Das heißt, die Brandmauer zum Irrsinn, die wird gerade massiv eingerissen. Das Endstadium davon ist die USA, wo die eine Hälfte der Gesellschaft der anderen nicht mehr glaubt, wo Fakten, ein Wahlergebnis in Frage stellt. Wo sollte das enden? Dass wir dann künftig im Matheunterricht quasi mit dem Mathelehrer diskutieren, ob 2 und 2 noch 4 macht, dass man andere mehr, dass man auch andere Ergebnisse zulässt. Das verrutscht ja. Wir streiten uns nicht über die Fakten. Wir interpretieren sie manchmal anders. Da draußen gibt es aber eine AfD und andere, die Fakten als solche in Frage stellen. Gibt es überhaupt eine Klimakrise? Man nennt es Demokratie.